Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fernbus-Simulator, ja, mit dem Mannschaftsbus-DLC. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Ich bin nach wie vor auf dem Weg nach Hoffenheim, beziehungsweise nach Sinsheim. Fahren jetzt auch gerade ab hier. Sind mich nur noch 38 Kilometer. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid und ja, fahren jetzt zum Auswärtsspiel hier, haben soweit alles vorbereitet, werden dann den Bus nochmal aufbereiten, bevor es dann losgeht mit dem Spiel. Und ja, mal gucken hier, was da ausgeschildert ist. Wir müssen links rum und warten dann mal. So. Vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare hier. Auch für die ganzen Eindrücke und Ideen, die ihr hier ja unter dem Video kundgetan habt. Und wir werden heute mal so ein kleines Resümee ziehen hier von dem Spiel und mal so ein kleines Fazit. So, da unten Sumpfe. Und mal so, ja, so einen kleinen Abschluss machen, denn das wird heute die letzte Folge hier vom Mannschaftsbus DLC werden. Und werde dann so eine kleine, ja, Zusammenfassung machen über die Features, weil von den Features haben wir bis dato ja alles gesehen, bis auf die Inspektionen, aber ich denke auch nicht, dass diese animiert werden. Ne, sollte es da auf jeden Fall Updates immer geben, werde ich dann bei Bedarf dann nochmal ein neues Video dazu machen. Und dann auf jeden Fall euch dann nochmal die wichtigsten, ja, Neuerungen dann präsentieren. Ne? Das heißt, kurzfristig werden wir da auf jeden Fall immer was machen. Und dann nach und nach immer mal wieder hier gegebenenfalls zurückkommen. Vielleicht gibt es auch nochmal weitere ja, Add-ons dazu. Wobei jetzt am, ich glaube am 22.11. oder 24.11., bin mir gerade nicht sicher, kommt nämlich The Tourist Bus Simulator, ne? Touristenbus-Simulator, auch von den, wie heißen sie gleich? Oh, ich tue mich mal schwer mit Namen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und zwar ist das vom auch von den TML Studios. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und das werden wir uns dann aller Voraussicht nach auch nochmal anschauen. Wir werden uns den mal anschauen. Da ist der Wirtschaftsfaktor nochmal ein bisschen größer. Und da fahren wir dann durch die, ja, Metropole oder halt Stadt oder Insel, je nachdem. Ich glaube, Fuerteventura war es. So, jetzt fahren wir hier rüber Richtung Sinsheim. Da wollen wir nämlich hin. Da ist das Stadion. Okay. Und da sind wir auch schon in Heidelberg. Gut. So. Das heißt, das haben wir jetzt fast geschafft. Ja, pick nochmal hier kurz hier rüber. Da geht es auch nach Hoffenheim und Sinsheim. Nach ins Zentrum geht es da geradeaus und auch nach Darmstadt. Machen wir einen Screenshot hier. Und jetzt kann es eigentlich weitergehen. So. Ja, zügig fahren wir hier durch die Stadt. Ist ein bisschen ländlicher hier in der Region. Ich war jetzt bisher noch nicht in Hoffenheim oder auch nicht in Sinsheim. Man kann es daher schwer beurteilen, ob es auch der Realität nah aussieht. Jetzt fahren wir aus Hoffenheim raus. Aus Heidelberg war das, nicht Hoffenheim. Ich vertue mich da immer. und fahren jetzt rüber nach Sinsheim, also nach Hoffenheim. Da ist nämlich das Hotel. Und in Sinsheim ist ja das Stadion. Das gilt es auch, glaube ich, wirklich zu unterscheiden. Geografisch liegt da zwar nicht viel zwischen, aber das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen.
So, irgendwie eine rote Welle heute hier. Ja, was mir so ein bisschen fehlt in dem Spiel, das habe ich auch schon beim Fernbus-Simulator, jetzt sagen wir mal, wie soll ich das sagen? Beispielsweise mal so ein paar mehr KI-Menschen, die hier rumlaufen, die sich bewegen, Fahrzeuge und so weiter, vielleicht ein bisschen mehr, auch unterschiedliche Fahrzeuge, ein bisschen mehr Trouble auf den Straßen, ne? Das fehlt mir hier wirklich sehr, sehr. Und irgendwie, guck mal kurz Busstatus. Oh, wir müssen tanken. Okay. Fahren wir jetzt erstmal weiter, oder? Ja. Wir fahren erstmal rüber nach Sinsheim. Also nach Hoffenheim hier ins Hotel. Und ja, also hier das Ganze drumherum, ne, das wirkt so ein bisschen leer hier. Guck mal, auch hier die Texturen unsauber verarbeitet. Das Fahrgefühl im Vergleich, gut, ich will jetzt nicht das Spiel hier vergleichen, nicht falsch verstehen, Leute, mit ETS. Oder guckt euch da mal die unsauberen Texturen an, also es geht gar nicht. Das für eine finale Version oder auch das für ein Add-on sehr, sehr schade eigentlich. Und diese Steuerung hier, die, auch mit Lenkrad, die ist, ja, schwammig. Wie sagt man? Es war natürlich grün. irgendwie, als würde ich was trinken dazu, um diesen Bus hier zu fahren. Bin natürlich noch kein Bus in der Realität gefahren. LKW bin ich schon gefahren in der Realität. Auch hier so eine Zugmaschine, wie ich sie im ETS 2 habe. Aber dass sich ein Bus so schwammig fährt, wüsste ich nicht, denn ich bin auch schon Linienbusse gefahren. Ne? Zwar nur auf dem Parkplatz oder so. Da konnte man das dann auch schon mal ein bisschen testen. Und ich finde, hier ist auf jeden Fall die Steuerung und auch die KI vor allem noch mehr als dürftig verarbeitet. Ich hoffe nur, dass das im The Tourist Bus Simulator. Ich habe es mir schon wieder nicht gemerkt. Micha, hilf mir mal. Sofern du wieder zuschaust. The Tourist Bus. Wie heißt denn das jetzt? Ja, jetzt muss ich mal wieder gucken. Mal kurz einmal was eingeben hier. Kurz googeln. Jetzt sind wir gleich im Hotel. Wie heißt denn der jetzt? The Tourist Bus Simulator heißt der. Genau. So. The Tourist Bus Simulator heißt der. Und da haben wir das Hotel. Das kommt auf jeden Fall im nächsten Monat, also im November. Ist ja nicht mehr allzu lange. Und das werden wir uns auch, denke ich mal, noch anschauen. Jetzt fahren wir hier rein. So. Dürfen wir hier überhaupt da rein? Sieht mir eher aus hier wie so eine. Ja doch, das ist offen. Eigentlich wie so ein Platz, ein Plaza. Naja, auf jeden Fall steht hier schon ein anderer Mannschaftsbus. Und wir werden unseren jetzt einfach hier daneben legen. So. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Parken den ein und werden dann erstmal eine Runde nächtigen hier. Weiter rüber noch. Wollte man dann im Bus ja auch Platz lassen. So, Handbremse ziehen. Tür auf. Gang raus. Motor aus. Na komm. Jo, jetzt. So. Wollen natürlich auch wieder die Klimaanlage ausschalten hier. Die können wir jetzt natürlich wieder ohne Saft nicht ausschalten. Was noch einmal einschalten. Klimaanlage aus. Tür entriegeln, Tür verriegeln. Das klappt ja irgendwie immer noch nicht. Habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Ich glaube jetzt, da ist entriegeln, da ist verriegeln. Kofferraum verriegeln. Ah. Nochmal Kofferraum verriegeln. Das sieht schon mal gut aus. Die Vordertür machen wir gleich zu. So. Und dann
würde ich vorschlagen, steigen wir aus. Machen direkt im gleichen Atemzug die Tür zu. Und wackeln jetzt erstmal hier ins Hotel und hauen uns erstmal aufs Ohr. Damit wir dann auch morgen ausgeschlafen sind für unser nächstes Auswärtsspiel. So, das finde ich zum Beispiel auch gut, dass man so Ruhepausen einhalten muss. Hat man den Fernbus-Simulator ja auch. Wir gucken mal kurz hier. Oh, wir vergelt hier fürs Tanken, ey. Verdammt. Essen haben wir genug. Budget ist echt wenig. Vielleicht sollten wir doch mal eine Mail schreiben gleich. Ja, wir schreiben mal eine Mail. So, was brauchen wir denn? Neue Mail verfassen. Ich brauche einen Kredit. So, hiermit fordere ich Sie auf, einen Kredit für zusätzliches Budget. Bla, schicken wir weg. Ne? Und zack. In der Hoffnung lassen die eine Blitzüberweisung starten, damit wir natürlich auch wieder Geld haben, hier um den Bus zu tanken. Wir stellen mal die Uhr hier auf 11. Ne, 11 ist glaube ich ein bisschen zu spät. So. 10 Uhr morgens in Deutschland. Ich brauche ein Knoppers. So, gucken wir uns mal die schönen Läden hier an. Was? Zu dick? Macht nichts. Wir haben auch Übergrößen. Okay. Dann, yo. Keiner ist billiger. Sale. 300.000. Mhm. Ach, hier Hitradio. Genau. Was haben wir da noch? Du kannst dich selber nicht riechen. Geil. Geile Werbung. Ja, cool. So. Ach, lieber. So, weiter geht's. Schönen guten Tag, junge Frau. Wieso legen hier Chips rum? Was ist da los? Oh, ich habe eine E-Mail. Ah, der Herr W., Herr Watz, hat uns Geld überwiesen. Wir gucken gleich mal, wie viel wir jetzt haben. Wo war denn das jetzt hier? Budget. Oh, 3.200. Das ist doch gut. Sehr schön. Das heißt, wir haben wieder ordentlich Patas. Und können dann gleich den Bus tanken. Auch mit dem Geräusch hier, ne? Man hört die ganze Zeit, als wäre der Bus an, aber der ist ja nicht an. Irgendwie auch komisch. So, jetzt sollen wir zum Bahnhof fahren und die Spiele abholen, aber ich würde sagen, wir bauen. Gucken wir erstmal hier hinten. Ach, guck mal, da hätten wir auch rausgekonnt. Okay. So. Das heißt, wir machen mal den Busstart klar und werden, glaube ich, den nochmal einmal voll tanken und dann auch nochmal waschen. Ich denke, das werden wir auch noch einmal erleben. Und ja. Dann zum Spiel, ne? Dum, 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 dum. Da mal raus und dann gucken wir mal, wo lang müssen. Links oder rechts? Kurz hier die Kalender mal gucken. Ich glaube, wir machen noch, wie gesagt, einen Waschtermin rein. Das wir dem machen wir gleich. Kleinen Moment. Beziehungsweise, glaube ich, brauche ich gar nicht. Denn ich weiß ja, wo ich lang muss. Und zwar... Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Da vorne ist der Bahnhof. Ah, guck mal. Links, rechts... Dann durch den Kreisverkehr, damit wir dann auch auf die richtige Seite kommen. So. Ja, auch hier so diese Stadtbilder, die... Oh, guck mal hier, die Albert-Schweitzer-Schule. So, durch den Kreisverkehr durch, würde ich sagen. Ja. Und dann oben links. So. Ne, seht ihr auch schon hier, wie ich hier lenke. Das ist, fährt sich wie ein Auto. Irgendwie habe ich Gefühl, der Bus. Aber alles andere wie ein Bus. Mhm.
Was ist das denn? Ein österreichisches Kennzeichen, ne? Jo. Aber ein deutsches Taxi. Mhm. Nun gut. So, da wollen wir mal gucken, ob wir auch so in die Waschstraße fahren können gleich und nicht, dass wir uns extra wieder hier einen Kalendereintrag legen müssen, so beispielsweise wie bei der Schadensreparatur in der Werkstatt. So. Oh, ist grün. So. Man sollte auf jeden Fall bei grün fahren und bei rot halten. Ich denke, ist nicht jetzt so verkehrt. Und da ist wieder der Clean Coach. Da fahren wir jetzt hier rechts raus. Und wir werden mal geradezu fahren. Ah, da passen wir locker rein. So, schalten wir gleich wieder auf die Innenperspektive. So. Und jetzt lassen wir einmal das Fahrzeug hier wieder auf Hochglanz mit der Glanzwäsche für 50 Euro aufbereiten. Ja, möchte ich. Und ja, dann lassen wir uns mal berieseln. Das finde ich zum Beispiel echt die beste Animation. Da sage ich gleich mal was zu. Es ist mir auf einmal super laut hier und ich muss jetzt nicht in die Einstellung rumbasteln. Wir warten den Waschkammer ab und dann hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir fertig, Leute. Wieder im Hochglanz poliert unser Bus. Da war ich echt geflasht hier, wo ich das erste Mal das gesehen habe, hier mit der Waschstraße. Und da war ich auch sehr positiv gestimmt und dachte mir, oh, cool. Das ist echt nicht verkehrt. Gut, guckt man sich zwei, dreimal an, dann ist es erledigt. Aber das sind so Features, die man gerne haben möchte, ne? Und die anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier die Latrinenaushebung oder... wenn man den Kackstuhl hier ausleeren möchte, das sind so Dinge, wo ich mir denke, hätte man dort durchaus anders lösen können. Ne, oder jetzt hier die Reparatur, dass da ein bisschen so ein Typ rumrennt und ein bisschen was rumschraubt. Die Ideen, die jetzt hier verbaut wurden in dem Spiel, was haben wir alles gehabt? Also einmal hier die Waschstraße, dann natürlich das Einkaufen, das finde ich auch super toll. Dann hier einmal die Toilettenentleerung. Das gehört auf jeden Fall auch mit dazu, meiner Meinung nach. Und was machen wir jetzt? Ich habe doch gar nichts gedrückt.
Ach so, gut, da brauchen wir nur vorbeifahren. Okay. So, das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Hätte man aber vielleicht auch animieren können. Genau das gleiche ist wie die Karosserie-Reparatur. Das mit dem Einkaufen, auch eine coole Sache. Die könnte man auf jeden Fall zukünftig noch in einen Fernbus-Simulator mit einbauen. Hattet ihr ja schon geschrieben in den Kommentaren. Und ich drücke mal auf Tanken. Oha, das dauert jetzt erstmal. Bis der hier voll ist. Feinster Diesel. Und ansonsten auch die Stadien hier, die sehen sehr, sehr cool aus. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Sprich, letztendlich dann auch mal hier so eine Polizeieskorte, wie es ursprünglich der Fall ist. Flughäfen hätte man vielleicht noch mit implementieren können. Wo man die Spieler dann abholt und auch hinbringt. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache gewesen. Oder eben halt auch der Polizeischutz, dass man bis an die oder in die Stadien, weil da kann man ja auch zum Beispiel reinfahren oder unter Stadion fahren. Gibt ja da verschiedene Bauweisen, das hätte man vielleicht auch nochmal berücksichtigen können. Gibt immer Verbesserungen. Alles in allem ist die Idee und die Umsetzung hier von diesem Mannschaftsbus-Simulator auf jeden Fall sehr, sehr reell. Auch das mit den Spieltagen, okay, ist vernünftig umgesetzt. Gut, die Spieler auch bei Heimspielen, ne, da brauchte ich gar nichts machen, die holen wir trotzdem mit dem Bus ab. Wir sind jetzt natürlich hier beim Auswärtsspiel, das ist mal ein bisschen was anderes. Da hätte man dann vielleicht Flugzeug oder mit der Bahn können die ja ruhig kommen, aber so weite Strecken wie zum Beispiel 400, 500 Kilometer, das fahren die Leute ja nicht mit dem Bus zurück. So, jetzt bereiten wir den Bus mal auf für unsere Spieler hier. Machen wir die Lampen an. Ne, das brauchen wir nicht. Die Klimaanlage auf 22,5 Grad. Das passt auch. Machen wir mal 22, das sollte reichen. Und ja, dann geht's los jetzt hier. Und da holen wir die Spieler ab vom Bahnhof. Da hätte ich mir beispielsweise auch gewünscht, dass sie sich mal ein bisschen bewegen. Im Bus ja, wenn die drin sitzen, aber ansonsten kommt gar nichts mehr. Auch rein theoretisch hier Ruhezeiten oder so muss man hier gar nicht anhalten, wenn man mit dem Bus fährt. Klar, man übernächtigt hier im Hotel, das finde ich auch nicht so verkehrt. Da spielen natürlich auch noch deutlich Potenziale. Ne, die natürlich gerne solche hier Simulationen spielen, ist es auf jeden Fall, und auch sich mit Fußball identifizieren können, ist es eine meiner Meinung nach gute Idee. Guck mal hier. Fertiges DLC, wächst Gras aus dem Asphalt. Ne? So Texturfehler. Das geht nicht. Das geht nicht. Ne? Zumal das Spiel ja auch für, oder hier das DLC, zu einem stolzen Preis zu erwerben ist. Es sind 19,95 Euro aktuell. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und es wird auf Dauer recht, sagen wir mal, ähnlich dem den Fernbus-Simulator. Das heißt, man fährt auch von A nach B. Schön finde ich auch, wie die Busse hier animiert wurden und wie das Ganze umgesetzt wird oder umgesetzt wurde explizit. Und müssen wir links rüber hier. Aber alles in allem, so die Preis-Leistung finde ich schon für das, was jetzt hier mit neu hinzukam. Die Ideen, ja, die sind gut, aber für 20 Euro oder für 19,95, um genau zu sein, finde ich das für dieses DLC schon ein bisschen happig. Ne, ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Soll auch keine Wertung nach sich ziehen. Muss auch jeder selbst entscheiden, ob er sich das gönnt oder auch nicht. Wobei meine Meinung besteht da, ich sag mal, das hätte man durchaus für 15 Euro oder auch für, ja, für 12, 13 Euro anbieten können. Wäre auch okay. So, Fanfare mal kurz drauf gedrückt und da sind die Spielers, die bis dato immer noch kein Spiel gewonnen haben.
So, dann werden wir das Ganze mal vorbereiten. Machen wir mal die Türen auf. Moin Jungs, einmal einsteigen. Und dann geht es auch schon los in Richtung Stadion. Wir gehen mal kurz gucken, ob wir hier irgendjemand vergessen haben. Nee. Haben wir nicht. So, das heißt einsteigen, Türen schließen, Abfahrt. So, wir verriegeln mal direkt hier die Klappen alle. Machen jetzt auch mal die Türen zu. Und werden diese dann auch verriegeln, um jetzt unsere Fahrt zum Stadion um 10.37 Uhr, das ist auch totaler Schwachsinn, da fährt noch niemand ins Stadion, um dann das Spiel zu erleben. Ich drücke irgendwie immer hier diese Pfeiltasten am Lenkrad und komme dann da irgendwie drauf. Auch komisch. So. Jetzt geht's zügig hier um die Ecke. Ich hoffe natürlich, dass ich diesmal keine Abmahnung bekomme. Bin ja vorbildlich gefahren. Zwinker, zwinker. Bin ich. Zumindest in den auch in den vorherigen Aufnahmen, wo ich jetzt die Strecke hier vorgefahren bin bis Hoffenheim. Ja, hat soweit auch alles geklappt. Und da hinten sehen wir schon hier die... Ist das das Stadion oder ist das eine Halle? Mhm. Komische Halle. Oder hier. Ach, da ist das Stadion. Okay. Ich wollte schon sagen, das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Aber hier kommen jetzt auch schon die Park-and-Ride-Plätze. Wo wir dann letztendlich auch bald angekommen sind. Jetzt biegen wir hier in Richtung der SAP Arena. Ich glaube, so heißt die, ne? Oh, guck mal hier. So ein paar, wie sagt man, nicht Poller, mal kurz gleich ein Screen. Zack, bupp. Bupp, bupp. Und rüber da. Und dann werden wir gleich unseren... Kuss anhalten. So. So, fertig damit. Werden dann hier... rumfahren. Oh, mit Schranken sogar. Das finde ich zum Beispiel schon mal innovativ. Ist auch nicht die Welt, aber es trennt zumindest mal so ein bisschen den Bereich ab. Vielleicht hätten hier noch so ein paar Leute, die hier rumlaufen, noch ein bisschen für ein Ambiente gesorgt. Und auch die Besucherzahlen sind da eher niedrig gehalten. So. Dann werden wir mal soweit alles ausmachen, die Spieler aussteigen lassen. Ja, wäre nicht schlecht, wenn man jetzt hier wieder alles anmacht. So. Und dann... Ach, guck mal, mit Diebstahl. Wird jetzt erklärt? Verstehe ich nicht. Auch toll. Ne, in der letzten Folge wird es erklärt. Da nochmal der Hinweis. Jetzt weiß ich auch, warum da irgendwas geklaut wurde. In den letzten Folgen habe ich einfach nicht berücksichtigt. So, ihr Spieler ist aussteigen. Sehr gut. So, dann werden wir den ganzen Kram hier nochmal ausmachen. Alles verriegelt soweit. Die Tür brauche ich vorne nicht verriegeln, Leute. Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch fix das Spiel hier an. Und hoffen, dass wir auf jeden Fall gewinnen werden mit unserer Borussia hier. Schalten erstmal alles aus hier. Jo, Monitor aus. Das sieht gut aus. Und wollen jetzt mal erleben, ob wir hier siegen. So, aussteigen.
Ja, noch ein bisschen frisch hier. So, Jungs. Toi, toi, toi. Heute muss man sicher, ne? Nicht die ganze Zeit auf dem Handy rumdaddeln. Einfach mal Fußball spielen. Ja, auch ein schickes Stadion hier. Ach, Rhein-Neckar-Stadion, so heißt denn das. Ist das nicht sogar so? Egal. So, Anpfiff, Leute. Im Rhein-Neckar-Stadion. So. Anstoß erste Halbzeit. Dortmund von rechts nach links und Hoffenheim von links nach rechts. Und ja, der Ball wird erstmal munter hin und her gespielt. Und da kommt ein Kopfball und dann 1-0 schon wieder hier für Hoffenheim. Sehr schön. Geht ja gut los. So, Jungs, gebt mal Gas jetzt hier. Das finde ich auch sehr unrealistisch, dass Dortmund so viel verliert. Aktuell laufen die ja richtig gut. Und ja. Atletico Madrid 4-0 geschlagen. Bombenstark. Tabellenführer Bundesliga. Und ja, da ist das Tor. Da ist es. Da ist das Ding. So, weiter geht's, Jungs. So, Torwart war völlig machtlos. Und ja, läuft echt gut für die Dortmunder Borussia. So, jetzt haben wir die Halbzeit. Joa, passt doch ganz gut hier. Komm, komm, komm. Noch einer vor der Pause. Na komm. Ah, geht der Ball wieder ins Mittelfeld. So, ich glaube, jetzt ist Halbzeit. Jo. Halbzeit und Seitenwechsel. 1 zu 1. Wir haben zumindest mal wieder ein Tor geschossen. Oder ich glaube, wir haben überhaupt das erste Tor geschossen, ne? So, Dortmund jetzt von links nach rechts. Und werden wir mal gucken hier, wie das funktioniert. Na, Fehlpässe. Aufbauspiel für Borussia Dortmund. Jetzt über links. Die Kürbis da sind auch gut. Linke Seite mit dem Dribbling am Gegner vorbei. Jetzt der Ball von hinten gerade reinbringt. Die Flanke geht zu weit. Schade. So, Aufbauspiel Hoffenheim. Spielverlagerung nach rechts. Okay, bla bla. Ja, ich kann das nicht ablesen. Das ist zu unauthentisch. Oh, jetzt fühlen die schon wieder, ey. Ja, Tor nicht unhaltbar. Herr Bürki, was war denn da los? Wieso ist das Spiel zu Ende? Hä? Raff ich nicht. Das sind auch so komische Dinge. Naja, so. Hier. 4C, Wolfsburg 3 zu 2, Sportverein Freiburg schlägt Düsseldorf 3 zu 1, Stuttgart Mainz 3 zu 2, Mönchengladbach Leipzig 2-0, Berlin gegen Hannover 1 zu 0, Sieg der Berliner Hertha, die Bayern verlieren 0 zu 2 gegen Bremen. Meier Leverkusen, Nürnberg 2 zu 1. Dortmund, wie gesehen, 2 zu 1 gegen Hoffenheim und Augsburg. Ja, so schnell konnte ich jetzt nicht gucken. Wer hat zu schnell geklickt? Verdammt, ich hasse das. So, Meier Leverkusen auf Platz 1 mit 9 Punkten. Sehr unwahrscheinlich. So, Leute. Ich würde sagen, ich packe jetzt hier alles ein, mache den Busstart klar. Spiel mit vielen, vielen tollen Ansätzen, würde ich sagen. Viele Ideen, die man vielleicht auch noch in den Fernbus-Simulator einbauen könnte. Und schöner wäre hinten zugeparkt. Allerdings für 19,95 € finde ich es echt happig. Für den Preis. Das mit der Waschstraße finde ich sehr gut animiert. Auch das mit den Bussen ist nicht verkehrt. Man kann der Repaint sich auch basteln. Die Stadien sind gut. Das mit den Spielern ist auch relativ gut gelöst. Dass es Einkaufsmöglichkeiten gibt, Reparaturen, so ein bisschen Management und so weiter. Das halte ich wirklich diesem DLC zugute. Ich verabschiede mich vorerst hier von dem Fernbus-Simulator. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön auf jeden Fall, dass ihr jetzt bei dieser Reihe mit dabei wart. Und ja, sobald es hier Neuerungen gibt oder neues Update, werde ich natürlich mal wieder eine neue Folge dazu machen. Aber ansonsten beenden wir erstmal hier die kleine Serie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ja, sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.